damit hallo und herzlich willkommen wieder zurück und perfektes Timing. Wir wurden letztes Mal vor diesen seltsamen Freaks da verfolgt. Okay. Ja, dann müssen wir erstmal irgendwas holen. Na gut, wir sind ja gerade in deiner Nähe, dann komme ich mal rum. Mach ich. Wie kann ich denn jetzt diesen Fallschirm aktivieren? Oder diesen Jumpsuit? Hatten wir den nicht freigeschalten? Ah, gucken, nachschauen. Okay. Aha. Nein. Okay. Oh, was ist denn das hier? Ah gut, das ist in Ordnung. Ja, das ist das. Und wie machen wir das? Ah, okay. Nee, also so funktioniert das nicht. Hä? Stand doch irgendwie, lege ihn mit LS an. Okay. Das hört sich irgendwie nicht gut an. Im freien Fall. Ah gut, okay. Also wir müssen irgendwo frei fallen. Aber wo habe ich denn hier mal die Möglichkeit? Da muss ich praktisch von der Klippe springen. Ich habe da sogar kein gutes Gefühl bei, aber ey, okay, wir probieren das einmal aus. Okay, es ist nicht freier Fall, es ist einfach nur Fallen. So, jetzt definiere mal freier Fall. Ich bin da, glaube ich, so ein bisschen gerade von Just Cause verwöhnt, ja, wo man einfach irgendwo springt und das ist dann so freier Fall und entsprechend kann man dann gleich den Fallschirm auslösen. Oh oh. Dich. Echt, hinter mir ist auch noch einer? Wow, 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 da ist eine fucking Katze drinne. Raubkatze. Hört sich fies an. Geh weg. Stirb, Katze! Aha, meins. Ich plündere das mal schnell. Was für eine Bombe. Fleischwagen, ist ja auch geil. Ja, toll, unser einziges Auto ist kaputt, also dann hat man lieber schnell irgendwas. Ich plündere den mal. Oh mein Gott, jetzt fängt er auch noch an zu reimen. Wo ist der? Hab dich. Hab dich. Sehr schön. Das heilige Feuer. Oh, 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 oh. Das ist nicht gut. Komm lieber mit. Warte mal, da ist irgendjemand mit einem Ausrufezeichen. Anscheinend haben wir da jemanden befreit. Und wieder Informationen für uns. Hallo, rede mit mir. Von den Augen her sieht er aus wie so ein Zombie. Aha. Angeblich würden die mir im Kampf gegen die Sekte helfen. Aber mir ist so schon zu viel Dreck in der Luft. Okidoki, ich habe keine Zeit, ich muss weiter. Oh, scheiße. Fuck. Also richtig verloren nicht, ne? Ich kann die einfach so quer durch die Boot nehmen. Das ist irgendwie so mehr mein Stil. So, daran und täuschen. Also das mit dem Flugzeug ist echt ein bisschen nervig, muss man sagen, ne? Weil es halt einen die ganze Zeit verfolgt. Immer wieder und wieder entdeckt. Klar, man könnte garantiert sich irgendwo verstecken, aber... ja, ist er, nee. Waren wir hier nicht schon? Haben wir denen nicht schon geholfen letztes Mal? Ich weiß es gar nicht. Nee, die Kirche noch nicht. Ich suche mir eine bessere
Ja, mach das. Ich gehe oben rauf. Hab dich. Hey, hier oben. Ich brauch deine Hilfe. Ich gehe nirgendwo hin, ihr Mistkerle. Hab dich. Verdammt. Ah, sau gut, Mann. Oh, 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 aua, aua, aua. Hallo, kann irgendjemand... Oh, was ist denn? Munition, und das ist... eine Garde der Umgebung. Habe ich nicht eigentlich mal einen Sniper dabei gehabt? Ja, eigentlich schon, aber ist leer. Okay, ist ja nett. Heidi, ich glaube, es war ein Heidi. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Ich würde doch fast drauf wetten. Das sieht fast aus, als ob wir jetzt alle hätten. Also beinahe. Warte mal. Ich nehme mal die Shotgun mit. Okay, ich glaube, wir haben alle. Ja, das bin ich. Ich? Nein, aber Ärger findet mich. Ja, es geht so. Siehst du die Gräber da unten? Ja. Da sind ein paar Kriegshelden begraben. Mein Dad ist einer von ihnen. Die Peggys wollen die Gräber schämen. Die wollen unsere Geschichte auslöschen. Uns demoralisieren. Uns brechen, damit wir aufgeben. Aber nicht solange ich hier bin. Solange ich noch atme, rührt niemand das Grab von meinem Dad an. Ich bin eine gute Schützin, aber ich brauche Rückendeckung. Sie dürften gleich wieder da sein. Na, tolle Wurst. Ja, wir hätten das mal gedrückt. So, und wir werden... Warte, haben wir hier irgendwie... Nee. Ach, verdammt. Ja, Schrotflinten Kills, das ist gut. Wo seid ihr? Kommt raus, wo immer ihr seid. Fliegt, Baby! Ja, ich weiß, ich habe eine Shotgun. Ich mag das, sie gefällt mir. Ja, genau das. Und dann... Wie geil ist das denn? Man überfährt sich selbst. Oh, fuck. Na, ans Leben klammern. Schnell! Wir schießen auf ein anderes Grab. Das mit der Flagge. Ja, toll. Ja, wir hätten irgendwie Granaten gebrauchen können oder Raketenwerfer. Normalerweise hatten wir ja einen, aber ich glaube, weil wir letztes Mal draufgegangen sind, haben wir das jetzt nicht mehr. Was ich irgendwie doof finde, denn ich hätte das gerne weiterhin gehabt. Ja, man könnte jetzt rein... Ich weiß jetzt nicht, wo es weitergeht, ne? Aber rein theoretisch könnte man nochmal irgendwo hingehen, holt sich die entsprechenden Sachen, Ausrüstung. Ah, ich bin schon dabei. So, hab ich. Wo ist sie denn? Schnell, komm. Die Straße, die Straße. Ah, sauber. Hab euch.
So, wo ist der Rest? So, mach das. Südosten, 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 da die Richtung anscheinend. Ja, sieht danach aus. Ah, ich hab euch. Wo ist der? Ich mag das, also wir müssten die Herausforderung garantiert bald haben. Boom, ja. Ah, haben wir. Schnell hoch. Hey, zieh dich hoch. Was ist denn das hier? Da hinten ist einer. Ah, kack auf das Feuer. Ist es oben? Oh, schneller. Ich hab dich. So, komm, Baby. Los, schnell. Ja, ja, mach das. Bleib hier. Arschloch. Yes. Ich glaube, wir haben sie. Guck mal, wir haben die Herausforderung geschafft. Genau, schön ausweiten. Ich glaube, der haut ab. Wenn ich das so sehe, haben wir wohl gewonnen. Okay, ja, yep, da stimme ich dir zu. Müssen wir den erst platt machen oder was? Oder? So, du machst den mal platt. Ja, mach das. Ich gehe kurz zu dem Typen hier. Hier ist ein Ausrufezeichen gewesen. Habe ich. Wo bist du jetzt? Sag mal her. Hallo, 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 hallo. Da ist nichts mehr. Alle sind tot. So, jetzt reden. Die Peggys haben praktisch alles niedergebrannt. Ja. Sogar Chads Imbiss ist hinüber. Okay. Jetzt versteckt er sich in den Wäldern und sucht Fleisch für uns. Wir sollten mal nach ihm sehen. Machen wir. Ich lebe. Aber wir müssen erst diesen Gefangenentransporter, wo du netterweise die Geisel erschossen hast, woanders hinbringen. Fahren wir los. Ich glaube nicht, dass das funktionieren wird. Oder? Ah, sauber. So, wir fahren jetzt kurz mal da hinten hin. So, Handbremse, genau. Macht man ja immer so, ne? Wenn man parkt, zieht man erstmal Handbremse an. Nun gut. Ich, ja, was auch immer. Wir werden jetzt erstmal mit der Dame da reden. Wir haben ja alles geschafft, verteidigt und so weiter und so fort. Und dann werden wir beim nächsten Mal dann alles abgreifen. In diesem Sinne, bis dahin. Euer Mr. Zauber.